wollen mit diesem Programm Gegenwart nicht einfach linear fortschreiben, sondern unser Anspruch ist, Dinge auch wirklich anders zu machen. Wir können Dinge besser machen. Das ist Aufgabe von Politik. Wir haben es als Gesellschaft, wir haben es als Demokratie selber in der Hand. Und wenn wir es gut machen, und das ist dieser Anspruch für dieses Programm, kann 2020 ein Wendepunkt sein, hin zu einer krisenfesten Gesellschaft, die mutig, gewappnet in die Zukunft geht, indem wir das achten und schützen, auf dessen Fundament wir stehen, aber indem wir auch Dinge wirklich grundlegend ändern. Lebensgrundlagen schützen, unsere demokratische Souveränität verteidigen, Gemeinsamkeit in der Gesellschaft stärken. Und das schaffen wir nur durch Veränderung. Wenn wir wahren und schützen wollen, was uns lieb ist, dann brauchen wir Veränderung, denn Veränderung schafft Halt. Und dieses zu verbinden, den progressiven Anspruch mit dem Gedanken des Bewahrens und des Schutzes, das bringt Ambivalenzen mit sich. Und wir haben ja nicht erst vor 3 Wochen angefangen mit diesem Programm, sondern schon vor 2 Jahren, weil wir diese Ambivalenzen, die auch deutlich vor Corona immer wieder da waren, in unserer Gesellschaft ausdiskutiert haben, hin und her gewogen haben, weil wir uns diesen Ambivalenzen gestellt haben, den Widersprüchen, die wir selber in uns tragen, die Gesellschaft, die diese Zeit in sich trägt. Und das Ganze dann in ein Programm gegossen, was sich sehr klar positioniert, in Paragraphen, nicht mit Relativierung, sondern deutlich machen. Und diesen Weg wollen wir gehen. Und das heißt, Widersprüche auszuhalten und im Einzelfall entsprechend zu bewerten. Man muss sich nicht entscheiden zwischen guter Klimaschutzpolitik und sozialer Gerechtigkeit.